Hallo und herzlich willkommen zum Hochbahnmagazin, diesmal aus der Hafen City direkt von der U-Bahn-Haltestelle Überseequartier. Hier ist noch einiges zu tun, bis dann am 28. November die ersten Züge hier endlich fahren sollen. Die vielen Besucher, aber vor allem die Mitarbeiter unzähliger Firmen und die Anwohner sehnen diesen Tag endlich herbei. Dabei ist der längste Teil des Weges längst geschafft und wir wollen jetzt mal einen kleinen Rückblick wagen auf den Bau der U4. Von der Elbe Richtung Alster, kurz Wera. Dank dieser Tunnelbohrmaschine und ihrem gewaltigen Schneidrad wird das Hamburger U-Bahn-Netz schon ganz bald eine vierte Linie vorzuweisen haben. Aber eins nach dem anderen. Beständig wie die Raupe Nimmersatt beißt sich die gefräßige Wera ab Mai 2008 durch den Hamburger Untergrund. 10 Meter schafft sie pro Tag. Doch der Boden ist tückisch. Mehrmals wird die 74 Meter lange Maschine aufgehalten. Im Januar 2010 gibt es was zu feiern. Die ersten der beiden U4-Tunnelröhren ist fertiggestellt. Der Bohrkopf muss abgenommen und zurück in die Hafen City gebracht werden, wo er wieder mit der Maschine verbunden wird und den zweiten Tunnel in Angriff nimmt. Genial, die Maschine gräbt und baut gleichzeitig. Während die Schneidwerkzeuge vorne den Tunnel vorantreiben, wird hinten die Röhrenwand mit Betonteilen ausgekleidet. Mai 2010. Die U4-Haltestelle Hafen City Universität feiert Richtfest. Nach 13 Monaten mit knapp 80.000 Mannstunden konnte der Rohbau fertiggestellt werden. Bevor die ersten Fahrgäste einsteigen können, wird hier aber noch einiges passieren. Wir haben die große Herausforderung, aus einem eher quaderähnlichen unterirdischen Baukörper was Attraktives zu machen. Da gibt es Gestaltungsmöglichkeiten bei der großen Deckenhöhe, eine besondere Form, ich will nicht zu viel zu früh verraten, von Deckendekoration, sehr großflächig, sehr großdimensioniert, mit Farben und Farbspielen. Wassermarsch heißt es 2 Monate später, im Juli 2010, auf der Baustelle im Magdeburger Hafen. 2 Jahre lang waren Elbe und Hafen durch einen trockengelegten Bauschacht voneinander getrennt. Nun wird die Baugrube geflutet und soll bald wieder für Schiffe befahrbar sein. Mit der Schließung dieser Lücke der U4 im Magdeburger Hafen ist ein wichtiger Schritt für das 324 Millionen Euro teure Projekt getan. Anfang 2011 ist es getan. Wera hat ihre Aufgabe mit großem Erfolg vollbracht und schafft die zweite Verbindung zwischen Hafen City und Jungfernstieg. 5,5 Kilometer Tunnelstrecke hat sie in 2,5 Jahren gegraben und beinahe 200.000 Kubikmeter Erdreich abgebaut. Für alle Beteiligten ein Grund zum Feiern, ober- und unterirdisch. Im September 2011 haben 2000 Besucher die Gelegenheit, an einer einzigartigen Baustellenbegehung teilzunehmen. Von der Haltestelle Überseequartier geht es 20 Meter unter die Erde. Auf dem Weg Richtung Jungfernstieg zeigen Plakate den Spaziergängern, was sich an der Oberfläche über ihnen befindet. Experten füttern die wissbegierigen Hamburger mit Informationen rund um den Bau. 75 Minuten dauert die gesamte Tour durch den 5,6 Meter breiten Tunnel. Von müden Füßen keine Spur. Knapp ein Jahr später, vom Spaziergang zur Spazierfahrt. Mit 10 Stundenkilometern geht die erste Fahrt für Medienvertreter deutlich langsamer voran als in Zukunft. Aber so können die Highlights genauer inspiziert werden. An der Haltestelle Hafen City Universität zum Beispiel sorgen mehrere mit Dioden beleuchtete Deckencontainer für ein ganz besonderes Haltestellenambiente. Wir haben ja nun 5 Jahre an U4 gebaut, seit dem ersten Spatenstich. Und da ist man froh und glücklich und zufrieden, wenn alles soweit fertig ist und wir hier auch fahren können. Und alle gemeinsam, glaube ich, die mitgefahren sind, haben dieses Ereignis genossen, waren sicherlich voller Spannung. Aber ich glaube, alle haben gesehen, wir haben hier ein tolles Bauwerk hingestellt. Wir haben eine sehr funktionale U4 hingestellt und werden auch pünktlich in Betrieb gehen. Am 4. November beginnen die notwendigen Testfahrten auf der neuen U4-Strecke. Sie werden den Abschluss des 5-jährigen Hochbahn-Großprojektes bilden. Und wir sind jetzt mitten in der neuen U-Bahn-Station U4 Überseequartier. Neben mir begrüße ich den Projektleiter der U4. Dirk Göring, hallo. Hallo. Wir sind hier mittendrin in der neuen U-Bahn-Station. Das ist alles sehr groß angelegt. Wie viele Besuchermassen oder Fahrgastmassen erwarten Sie denn zukünftig?
Ja, wenn die Hafen City richtig voll in Betrieb ist, wir ja auch große Ereignisse haben, Hafengeburtstag oder Queen Mary, dann erwarten wir bis zu 35.000 Fahrgäste täglich, sodass die Haltestelle dann auch entsprechend volumig angelegt ist und wir auch entsprechende Bahnsteigbreite haben, um die Fahrgäste abwickeln zu können. In welchem Minutentakt werden denn die Züge hier künftig anhalten? Es ist erstmal geplant, die U4 im Wechsel mit der U2 einzusetzen, sodass sie dann im 10-Minuten-Takt kommt. Im Veranstaltungsverkehr können wir das entsprechend verdichten, dass man in dem Fall auch 5-Minuten-Takt fahren kann und dann entsprechend die Züge auch mehr Kapazitäten haben, um Fahrgäste wegzutransportieren. Am 28. November, das ist so in etwa in 6 Wochen, sollen hier die ersten U-Bahn-Züge fahren und halten und Fahrgäste aufnehmen und aussteigen lassen. Liegen Sie gut im Zeitplan? Ja, wir sind sehr gut dabei. Wir haben jetzt noch ein paar Restarbeiten, die aktuell laufen. Parallel schon die Reinigungsarbeiten. Nach so einer langen Bauphase ist natürlich einiges an Dreck und Staub, was sich angesammelt hat. Und das muss man erstmal entfernen, dass wir, sagen wir mal, die Haltestellen auch mal in Hochglanz präsentieren. Das läuft jetzt parallel schon noch bis in den November rein. Und dann sind wir eigentlich ganz gut im Plan, auch fertig zu werden. Wenn man sozusagen wieder rausgeht aus der U-Bahn-Haltestelle ans Tageslicht, sieht man, dass drumherum am Überseequartier noch nicht so viel los ist. Warum hat man erst die U-Bahn gebaut? Ja, wir haben jetzt hier den Vorteil, dass wir die Infrastruktur in einen Bereich bauen konnten, wo eben noch wenig drumherum ist, sodass wir eigentlich relativ freies Baufeld haben. Wenn man die Gelegenheit hat, einen neuen Stadtteil zu erschließen, ist das natürlich optimal, dass man logistisch sozusagen alleine ist und die Abwicklung dann auch der Flächen so betreiben kann, wie es optimal ist. Es ist dann parallel natürlich eine Entwicklung im Rohbau außenrum auch erfolgt, teilweise auch im Bereich Kaiserkai, also die westliche Hafencity hat sich ja so entwickelt, dass auch die Fahrgäste jetzt schon da sind und das ist natürlich für uns dann maßgeblich, wenn wir in Betrieb gehen, dass dann auch entsprechend Kunden da sind, die mitfahren können. Ja, vielen Dank. Und wir gucken jetzt weiter durch die Hafencity. Wir wollen einmal feststellen, wer hier wohnt, wer hier arbeitet, wer hier lebt, was hier los ist. Ich hoffe, Sie kommen einfach mit. Der Ausstieg an der Haltestelle Überseequartier ist derzeit noch etwas sandig. Naja, hier wird eben noch gebaut. Ein paar Meter weiter aber taucht man direkt in die Hafencity ein. In der Osaka Allee treffe ich mich mit Antonio Fabrizi. Seit rund einem Jahr betreibt er hier den Club 20457. Wer kommt zu dir hier in den Club? Alle. Alle. Also es ist, ich nenne es immer ein Schmelztiegel, aber eine moderne und vielleicht auch eine sexy Form von Schmelztiegel. Also alle. Der Anwohner genauso wie der Besucher, der Tourist, Besuchergruppen, die im 25 sind und die sich ja informieren, was nachts hier noch in der Hafencity geht. Aber auch die Angestellten, die ja auch immer mehr werden und auch das berühmte Feierabendbier hier auch nochmal nehmen. Aber jetzt gibt es natürlich nicht nur deinen Club hier in der Hafencity. Kannst du mir noch ein paar Sachen zeigen? Sehr gerne. Also lass uns gerne rumgehen, also es gibt schöne Sachen zu sehen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wir flanieren über den Überseeboulevard, eine der Hauptschlagadern des sich entwickelnden Stadtteils. Und nur einen Steinwurf entfernt von der neuen U4-Strecke. Zwischen Touristen, Anwohnern und Geschäftsleuten in der Mittagspause kann man hier viele kleine Geschäfte entdecken. Die Besonderheit hier auf dem Boulevard ist, es gibt keine Ketten. Die Läden sind inhabergeführt und sehr individuell. Das sind sehr engagierte Menschen, die auch wirklich eine Idee einfach umsetzen. Das sieht man, ob man bei Marc und Daniel reingeht oder ob man in Nobody's Perfect reingeht. Ein Laden, der einfach sehr witzig gemacht ist, aber auch sich an Menschen mit Handicaps richtet. Weiter geht es in Richtung Sandtorpark. Eine der wenigen Grünflächen der Hafencity. Vermutlich ist hier gerade deswegen immer was los. Glaubst du, dass sich durch die Eröffnung der U-Bahn-Linie U4 die Entwicklung des Stadtteils verändert, beschleunigt? Extremst, auf jeden Fall. Weil ich merke es jetzt schon, dass Menschen gerne zum Beispiel nach Stade fahren, auf eine bestimmte Feier, aber in der Hafencity immer die Frage stellen, wie komme ich denn da hin? Also ich glaube, die U-Bahn-Haltestelle wird nicht nur für Touristen und Angestellte wirklich ein Highlight werden, sondern auch speziell für Leute, die abends ausgehen wollen und dann nochmal dieses Signal U-Bahn brauchen. Ist man einmal mittendrin, lässt sich Hamburgs neuester Stadtteil auch gut zu Fuß erkunden.
Wir laufen in Richtung Elbe. Auf Höhe des Marco Polo Towers gibt es auch einen touristischen Aussichtspunkt. Dort erklärt mir Antonio, was für die Einwohner den besonderen Reiz der Hafen City ausmacht. Bisher ist es ja ein kleiner Teil, der erst fertig ist. Und wenn man sich ansieht, wie die Studien zum Barkenhafen aussehen oder der Lohse Park, dann kann man schon von einer Vision sprechen und kann sagen, da will ich gerne wohnen. Und ich glaube, das hat jeder, der hier hinzieht. Er hat einfach ein Bild vor Augen, wie es aussehen wird. Und es ist auch ein spannender Prozess, das mitzuerleben. Ich glaube, es ist immer wieder dieses Phänomen, dass man sich über die Baustelle vor der Tür aufregt und dass sie einen auch nervt. Aber wenn sie dann irgendwann mal verschwunden ist, dann sitzt man 2 Jahre später da und denkt an die gute alte Zeit. Der Hamburger Herbstwind gibt sein Bestes. Langsam wird es kalt um die Ohren. Wir begeben uns ins Unilever-Gebäude. Antonius Tipp, ein heißer Kaffee und die hauseigene Besucherterrasse. Ja, jetzt sind wir wirklich an einem ganz schönen Ort, zu jeder Jahreszeit. Also das ist der fantastische Blick aufs Wasser. Ob Winter oder Sommer, man kann im Winter oder im Herbst, wenn es kalt ist, kann man immer noch reingehen. Man kriegt einen schönen Kaffee, aber wie gesagt, das Wasser, die Schiffe, Barkassen, super schöner Ort hier. Ja, super beeindruckend hier. Ich denke, da steckt jede Menge Potenzial drin. Absolut. Und vielen Dank an dich an dieser Sehr Stelle, gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast, gerne. Uns alles zu zeigen. Und ich denke, wir genießen unseren Kaffee jetzt noch ein wenig. Und für Sie, liebe Zuschauer, geht es jetzt weiter bei uns im Hochbahnmagazin mit den Kurznachrichten. Die Hochbahnfahrzeugparade hat zahlreiche Besucher und Fahrgäste begeistert. Klein und Groß nahmen an dem einmaligen Erlebnis teil und feierten den Anlass. Zu erleben war die 100-jährige Mobilität der Hamburger Hochbahn AG. Alle U-Bahn-Fahrzeuggenerationen aus 100 Jahren wurden auf der historischen U3-Ringlinie gezeigt. Vom ersten Fahrzeug der Hochbahngeschichte bis zum neuesten Modell, dem sogenannten DT5. Zum Jubiläum wurde Infomaterial über die Hochbahn aus dem letzten Jahrhundert verteilt. Ein besonderer Dank galt auch den langjährigen Fahrgästen der Hochbahn. Die Haltestelle Lutherrothstraße ist wieder barrierefrei erreichbar. Der Aufzug der Haltestelle der Linie U2 wurde seit Ende Juli komplett saniert. Für die 2-monatigen Sanierungsarbeiten musste der Aufzug vollständig außer Betrieb genommen werden. Nun ist die Haltestelle auch für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste sowie für Personen mit Kinderwagen und schwerem Gepäck wieder barrierefrei zu erreichen. Der Zugang zum Aufzug befindet sich am Eingang Lutherrothstraße. Seit diesem Herbst testet die Hamburger Hochbahn AG 6 Busse des Typs Citaro 2. Die neuen Busse entsprechen damit schon jetzt der ab 2014 geltenden Euro 6 Norm. Sie reduzieren die Abgasemissionen und sollen bis zu 5% weniger Kraftstoff verbrauchen. Die momentan überwiegend eingesetzten Busse mit Euro 5 Norm werden mit speziellen Filtern nachgerüstet, sodass auch sie der neuen Norm entsprechen. In diesem Jahr starten noch 3 weitere Gelenkbusse und 3 Stadtbusse mit der neuen Technologie. Und nach der langen Tour durch die Hafen City sind wir jetzt auch richtig durchgefroren und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden vom Hochbahnmagazin. Wir hoffen, es war viel Interessantes für Sie dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal.